Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin und beziehungsweise wieder. Und wir kommen zu meinem Fazit, meiner Meinung über das Spiel. Ja, würde ich jetzt so mal sagen. Also mir hat es megamäßig gefallen. Vor allen Dingen diese Parts, dass man da, ich überlege schon die ganze Zeit, wie das Spiel hieß, was ich auf PS2 gespielt habe. Da konnte man auch nur bestimmte Züge machen und musste dann seine Charaktere verbessern. Ich denke mal, das geht hier auch. Ich habe ja jetzt erstmal nur Ringe schnuppert. Gladius hieß das. Gladius, genau. Da konnte man auch so Etappen vorangehen. Aber was ich auch gut finde mit draußen, mit dieser Landkarte, dass man sich da so... Ja, die ganze Beat erkunden kann, denn ringsherum ist Atom und dann kann man auch in so einer Oase Wasser tanken. Also finde ich echt geil gemacht. Und es macht wirklich Spaß. Ich habe erst am Anfang habe ich gedacht, da jetzt ein Online-Part wäre doch bestimmt geil gewesen, mit einem Kumpel zusammen zu spielen. Aber wie soll denn gehen? Jeder zwei Charaktere oder... Glaube ich nicht, dass das machbar wäre. Entschuldigung. Und dass das dann auch noch so gut kommen würde, wie es jetzt kommt. Also da bin ich doch, wo ich am Anfang im Überlegen war, hier online und so. Also finde ich denn jetzt, wo ich sie gespielt habe, doch gut, dass es keinen Online-Modus hat. Dass sie sich da konzentriert haben auf das Spiel und keinen Online-Modus. Oh, wartet mal kurz. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz niesen und Nase schnauben. Wie gesagt, ich bin froh, dass sie da keinen Online-Modus eingebaut haben, weil das hätte das Spiel... Ja, das hätte gestört, würde ich sagen. Das hätte echt gestört, weil so wie es jetzt ist, finde ich es eigentlich ganz gut. Ihr habt ja auch die anderen, falls ihr die anderen Parts gesehen habt, könnt ihr ja gerne mal euer Fazit drunter schreiben, was ihr davon haltet, ob es was für euch ist oder nicht. Ich finde es geil mit diesem Survival, man muss ja durchschlagen, man muss die Landkarte erkunden und dann halt mal nicht Zombies, sondern hier so radioaktive Gebiet. Ich denke mal, der wird auch noch schwerer und wird auch noch besser und ich werde mich auch noch verbessern können, denke ich mal. Also ich wäre blöd, wenn man immer auf dem gleichen Level ist. Ich habe ja jetzt zum Schluss erstmal rausgefunden, dass man Waffen wechseln kann. Habe ich die ganze Zeit ja nicht drauf geachtet. Ich bin da nur so sturstracks mein Ziel lang gegangen und habe geguckt, wie ich das am besten machen kann. Aber jetzt sind sie dann halt dann doch ein bisschen stärker geworden. Jetzt muss ich gucken, dass ich mich dann auch ein bisschen aufwerte, dass ich da dann noch nicht ende. Also da steht zwar Ende, aber ist nicht Ende. Dass ich mich dann da noch ein bisschen verbessere, dass ich dann noch ein bisschen bessere Chancen habe. Aber so von der Machart finde ich es echt geil. Das ist echt was, wo man grübeln und nachdenken kann und nicht einfach nur lo von A nach B macht das und das platt. Nee, das finde ich, das ist mal wieder schön, sowas spielen zu können. Ich mache auch sowas lo von A nach B und mach platt. Ja, klar, aber ist schön, dass es jetzt mal wieder so ein bisschen Strategie. Und die Machart erinnert mich, wie gesagt, sehr, sehr stark an Gladius, obwohl Gladius halt früher spielt. Aber lange Geschichte. Und finde ich echt gut gemacht. Würde mich mal echt wirklich interessieren, spielt ihr sowas? Würdet ihr sowas spielen? Würde euch so ein Spiel Spaß machen? Das würde mich echt mal interessieren. Ich habe es, wie gesagt, auf der PlayStation 4 gespielt, wie fast immer auf der PlayStation 4 spiele. Ich würde mich dann jetzt erstmal verabschieden, weil ich will es unbedingt noch ein bisschen weiter spielen und will da nicht mein Headset aufhaben dabei. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.